So, und herzlich willkommen zu der letzten Folge von Watch Dogs allgemein. Ein Schatz bei Brand. Entschuldigung. Im Ernst? Natürlich zur letzten Folge dieser Aufnahmesession. Ist das der letzte halt schon? Wir sind an 20 Folgen schon wieder angekommen. Wir sind ja jetzt in der 48. Folge selber. Mal gespannt, wie viele Folgen das Projekt noch kriegt. 48 Folgen sind wir aktuell. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Boah, war das laut! Da war immer, ich hab noch Mund, da habe ich auch bei euch schon gesehen, dass es auf dem roten Bereich schon war. Bitte bei der Aktion. Ich würde die davon abraten. Ich brauche das Geld. Wenn du noch ein paar Monate durchhältst, ist das nicht so ganz. Nein, verdammt nochmal. Finden einen Käufer. Ich brauche das Geld. Dorf lokalisiert. So. Und Verbrecher. Wo ist der Hafen? Ja, ich nehme mir erstmal das Geld ein. Wo ist der Aktenkoffer? Ich schnell also dahin und dann von dort zu denen und dann zum letzten. Das Auto. Das Trans hatten wir schon, okay. Fahren wir noch ein paar Meter zum Aktenkoffer. Braucht das CTOS einen Reboot? Das Rathaus ist bemüht, die Probleme mit dem CTOS-Netzwerk herunterzuspielen, obwohl zahlreiche Berichte über Systemfehler aus der ganzen Stadt vorliegen. Es gibt zum Beispiel Meldungen über falsche Ampelschaltungen, Stromausfälle und Telefonstörungen. Ich glaube, das braucht ein Reboot. Hat jemand 5000 Dollar abgenommen? Was meint ihr, wo es eigentlich da sein kann? Na, leg ja auf, sofort! Ruhig bleiben, Mann! Ganz ruhig! Oh, der Victoria. Ja. Wenn du Blumen rost, dann bin ich nicht ruhig. Puh. Was für Teil? Aha, Stiefel an der Tür. Warum? So rein wird er hier. Du Schwachkopf, du hast den Koffer genommen. Verdammt, ja, ich lasse nicht zu, dass du diesen Verbinder gekapert werden kann. Wo ist der? Ich habe ihn in mein Apartment gelassen. Keine Sorge, niemand weiß davon. Hm. Wie fett. So. Dann gleich mal den nächsten markieren, den Typen. Ah, verdammt. So, und zum nächsten Teil. Santos hat. Ich kann ja auch gleich was reinhauen. Ich werde überwacht. Jeder wird hier überwacht. Sieht ja so an. Okay. Das ist schon wahr. Was ist hier ein Delta-Nomad? Hier ist ein Delta-Nomad in der Nähe. Der Delta-Nomad. Was? So, der was abnehmen und der was statt das noch was nehmen. Deine Schaukel ist fertig. Folge. Und durchgecheckt. Dank und durchgecheckt. Du weißt schon, nicht zu danken.
Infos an dem anzeigen. Okay. Dann mal zu der Person. Dann noch eine. Er ist da oben. So, fuck yeah. Er gehört in die Klapsmühle. Höchstens das Krankenhaus. Aber na klar, Mom und ich vermissen dich, Schatz. Du bist unsere Prinzessin. Daddy hat viel zu tun, ohne dich ist es nicht so lustig hier. Ich bin den ganzen Tag am Arbeiten, nur am Arbeiten. Aber gut, dass du deinen Abschluss bald machst. Ich brauch dich hier, du kommst besser mit den Angestellten klar. Oh, Dad. Wann hast du wieder Ferien? Wir könnten Urlaub machen. Ja. Was für Urlaub ist das denn bitte? Oh, da ist noch da, die Story. Schnellreise dahin. So. Ach, hey Leute. Was ist? Die Karre. Hier steht im Weg. Das da auch. Da stand er ja im Weg. Jetzt steht er nicht mehr im Weg. Weil er da nicht mehr steht. Ja, come on. Alle fahren hier so lahm. Dass sie alle den Verkehrs hier noch halten. Keine Achtung darauf, dass die Ampel rot spielt. Alle Leute denken nur grün. Fahr ich mal. Und ich bin merken. Oh, Alarmgrün, scheiße. Schwer sind die Teile meistens sind die hier von nicht, aber unter Zeitdruck versteht man sehr. Nein, nee. Ich muss einen vielen Flug hier rausziehen. Nein, die werden die Flüge checken. Hol mich hier raus. Hast du den Koffer bei dir? Niemand darf an diesen kommen, was da drin ist. Er ist bei einem Freund gebracht. Nicht aus der Stadt. Nicht aus der Stadt. So. Ich fahr hier mit, wie gesagt, was glaube. Ist gleich am Arsch. Oh, da fehlt der Motor, glaube ich. Oh. Ich brauche eine neue Karre. Was hast du mit anderen gemacht? Alles erledigt. Du kannst deine Karre abholen. Was hast du denn anders so mit der anderen Karre so schnell gemacht? Oh, ich hab sie aus dem Wasser gefahren. Was? Steigt das Motorrad. Was sagen? Warum sahen die so viel so, dass so schnell sowas? Herrn Fahren, ich steig aufs Motorrad! Was wollen die? Wieso rasten die NPCs eigentlich immer hier so aus, sobald man losfährt? So, ich bin doch beim Starten, wenn ich losfahren machen. Soll ich nochmal fahren lassen und dann hier durch Abführung durchfahren? Ah, schon so. Ja, dass er sterben muss. Ich fahre ein bisschen zu original an ihm ran. Gleich sterben.
nicht sterben. Verbrecher erkannt, man später in der Folge noch vielleicht. Oder überhaupt gar nicht. Ja. Das muss der letzte Sinn, der da überhaupt ist. Naja. 10 Minuten haben wir ja schon. Ja, das ist schon wieder. Laber hier einfach schon nichts. Ich hab hier nämlich gerade nichts zu machen, aber immer. Mache ich eigentlich keine Themen. Ich weiß noch nicht, was ich bei den Sohn Spiel labern soll. In Minecraft habe ich ja noch irgendwas zu labern, weil meistens sind das, was ich auf der Tor habe, wie ich es mal habe. Aber hier gerade wüsste ich jetzt gar nicht, was ich eigentlich sonst nebenbei labern könnte. Weil sonst ist ja eigentlich nur ein stummes Let's Play hier. Die Blauen von der Stadt rumfahren. Und ein weiteres gelöst. Das hat ein Koffer, der hier ist ein Handy. Es will von. Ja, es will von Bullen. Auf der Aktion. Was soll Lust, dass ich sie die Idee habe? Ist die Schuld. Wer soll sich um die kümmern? Okay. 9 von 11. Verdammt. Das ist wirklich der Fall, oder was? Das ist die erste Zentrale, wenn ich das da hinten noch habe. Warum war da einer schon? Es fehlt noch einer. Schön, ich meine, ich sehe da zwei. Das ist doch. Anscheinend sieht es halt doch, dass das jetzt wieder noch nicht mit freigeschaltet ist. Mitten im CTOS. Warum lassen wir Leute rein? Oder sind das CTOS-Mitarbeiter? Manchmal bin ich auch ein bisschen bei der Sache. Zivilist getötet, ja. Gleich getötet. In der ganzen Stadt tauchen ungewöhnliche Graffitis auf. Unser Technikexperte bei WKZ hält sie für Barcodes, die technikbegeisterten Bürgern einzigartige Inhalte liefern sollen. Wenn sie auf Abenteuer aus sind, dann achten sie auf diese seltsamen Symbole. Hallo, hallo Airdrops. Ah, oh, das ist dann seltsam. Halt, seltsam, dass vielleicht Leute machen oder sowas. Aber das steht doch eigentlich so. So, 3.920 Dollar. Ich hab mein Geld her. Na, ich von denen hab ich mehr, viel mehr gekriegt. 14.000. Wir haben hier noch einen weiteren Systemschlüssel, danke dafür. Hier ist ein Brettmodellautomat. Sieh schon. Was abheben. Ja, warum rufen die Leute so aus? So was Albernes. Was ist hier los? Was ist dann CTS denn dran? Wieso schlafen die einfach ein? Haben sie so verstieben? Haben so viel jemand schon? Die sind ja keine Wachen mehr. Ja. Und was machst du jetzt? Rumheulen? Du bist nutzlos! Wenn ich einem Richter die riesige Akte vorlege, in der steht, was für ein krass nutzloser Penner du bist, glaubst du nicht, dass der mir applaudiert? Soll ich dich feuern? Du bettelst ja fast darum. Ich will keinen Ärger kriegen wegen deiner Unfähigkeit. Deine Abteilung ist schuld daran, dass es so viele Sicherheitslücken gibt. Wie oft hast... Heulst du gerade? Was ist das für ein komisches Geräusch? Du bist ein ekelhafter, nutzloser,
Penner! Holy. Wo ist er? Schnellreise, bitte. Diese Spezialversion, die wir glaube ich gleich hier kriegen. Wenn er gleich aus der Nacht macht, dann eine Frage, wenn sie wohl gleich eine Szene ist. Aus dem Weg muss der Nackenkoffer scannen. Der ist ja sehr nah hier schon. Sehr lieber. So, das letzte Mal. Mir gefällt nicht. Ich habe die Infos, mach die Deals mit anderen Behandlungen. Mich verdammt. Nicht mal nett. Weil die Idee ist. Mann! Das war der letzte der Bieter. Einer fehlt, der Auktionator. Joseph DiMarco. Er versteckt sich hinter seinem strahlenden Ruf, aber er ist genauso krank wie die anderen. Jetzt haben wir eine neue Karte freigeschaltet. Okay, wo ist der? Wie weit ist das Teil entfernt? Das Teil machen wir doch. Und sowas meine ich, das haben sehr viele davon. Ich glaube nicht diese Privatsphäre-Sache. Verbrecher kann der Klappe. Sind nicht die neue Karte markiert? Gott. Das Schief. Keine Ahnung, wo der ist. Wo dieses Teil ist. Halb vielleicht noch einen halben Balken, ne? Deine Kutsche wartet. Seit ich halber Balken, halber Stern. So, das wird also höchstwahrscheinlich wohl jetzt ein bisschen in einer Folge. Ich weiß nicht, dass das Teil jetzt in der Nähe so schnell geht. Alles klar, bist du da. Okay, sehr leicht wohl gebaut. Denn wie es steht hier, komm raus! Bevor ich die Granaten einschmeiße. Ich werf mal einen Blick in die Markus Wohnung und sehe nach, ob er noch da ist. Hoffentlich ist er noch in Chicago. Hinten deine Seite, okay. Ich habe schon wundert, dass es jetzt davon ja stattdessen. Da ist die Wohnung, die einzige, die existiert. Wir haben Dinge und sind gleich bei Waffenzischer. Bring ihn schnell da raus. Lucky will, dass wir diesen Typen beschützen, versammelt. Warum machst du das nicht? Eliminieren. Diese dreckigen Cops waren wohl Teil von Quinns Auktion. Die wollen die Marco anscheinend aus der Stadt eskortieren. Das darf nicht passieren. Der ist irre! Der ist irre, ich steige auf Motorrad! Der ist irre! Was muss mir so ein Irrer sein?
Nordwand ausweichen aus der Gasintrusion. Noch eher sich frisch, oder? Der Wagen. Keine Brücke. Keine Brücken. Hinterhergeschickt. Ich habe Menschen an Tiefen auszuschalten. Hallo? Polizei. Polizei. Ihr könnt auf einem Parkplatz sein. 231 Adam hier. Wir drehen und sehen uns nochmal um. Einmal dort! Da, Aiden. Verstanden. Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Aiden. Aiden, steh auf. Wir sind in Position und setzen unsere Suche fort. Geh mal kurz zurück. Käufer bloßgestellt und die Auktion beendet. Das Beste ist, dass Poppy und die anderen frei sind. Ein Erfolgserlebnis. Oh. Mission beendet. Menschenhandel abgeschlossen. Alle vom Menschenhandel sind jetzt beendet. Hier das Erste, was wir davon voll haben jetzt. Der Ruf Rächer ist ja vollständig hergestellt. Betreten immer unser Hauptversteck. Das Loop. Aber wir gehen in den Bunker. Verbrecher kann doch. Lasst mich doch mal in Ruhe mit euch den Verbrechern, ey. Ihr seid jetzt hier so viele. Alter, ich will mich ausruhen, ich will mal hier bei pennen. Alter. Erster. Aber so. Wir sind am Ende der Aufnahmesession erlangt. Und dann sehen wir uns erst wieder bei der nächsten Aufnahmesession. Aber dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Halt von dieser bisschen längeren Folge als normal, aber mal schauen, was wir zum nächsten Mal als nächstes Mal machen. Ich glaube, weiterhin Mission. Ja, dann, tschüss.